So, herzlich willkommen zum zweiten Teil heute, die zentrale Mitgliederhistorie. Die zentrale Mitgliederhistorie ist in so Softwarepaketen, wie es NetXP Vereins 1 ist, also ein Softwarepaket, bei dem viele Benutzer auf einen Datenbestand losgelassen werden, relativ wichtig. Denn in dieser zentralen Mitgliederhistorie werden alle Änderungen an den Mitgliedern, also sprich an den personenbezogenen Daten des Vereins, mit protokolliert. Wieso ist das wichtig? Erstens einmal ist es wichtig, weil es Gesetz ist. Also die Europäische Datenschutzgrundverordnung gibt das Ganze vor, das musste die aber für uns nicht, sondern das hatten wir vorher schon. Also diese Mitgliederhistorie, die wurde in NetXP Verein, war die also vorher schon gang und gäbe. Und zwar aus weiteren Gründen. Nicht jeder Benutzer in einem Verein weiß genau, was er macht. Sagen wir mal so. Da gibt es die guten Benutzer, die fixen, die sich am Donnerstagabend Zeit nehmen, um sich Schulungen anzuschauen oder live teilzunehmen. Es gibt aber leider auch die, die alles ablehnen, die sagen, nö, du, ich will das alles nicht, ich klicke da ein bisschen rum und schaue, was hinten dabei rumkommt. Das heißt, es gibt also Leute, die hier durchaus, auf gut Deutsch gesagt, Schmarrn machen in einem Datenbestand und eventuell hier ziemlich viel kaputt machen können. Sowas kann man auch ganz schnell, kann das mal passieren, indem ich beispielsweise in der Mitgliederliste bin, hier irgendeine Massenänderung mache mit 20 Mitgliedern und jetzt zum Beispiel den Vornamen in Peter überschreibe. Dann weiß ich immer, wie die vorher geheißen haben, weil das habe ich überschrieben über diesen Papierkorb, den wir uns jetzt gerade vorher angeschaut haben, sehe ich das auch nicht, weil natürlich dieses Mitglied ja immer noch vorhanden ist, also nicht gelöscht. Also in dem Moment bräuchte ich eine Datensicherung, was natürlich auch wiederum blöd ist, weil diese Datensicherungen werden bei uns einmal in der Nacht gemacht und wer dann eine Massenänderung macht und nicht vorher eine Datensicherung durchführt, der verliert einmal auf alle Fälle die Informationen der Mitgliedern, die er an dem Tag durchgeführt hat, bevor er diese Änderung, diese fehlerhafte eben durchgezogen hat. Ja, also das heißt, wir müssen protokollieren, welche Daten sich bei den Mitgliedern ändern. Übrigens gibt es auch einen sehr, sehr unschönen Fall. Wir hatten es bestimmt schon 50 Mal, dass bei einem Verein jemand, dass irgendwo Streit ausgebrochen ist, dass das Ganze irgendwie eskalierte und Leute dann eben die Vereinsdaten löschen wollten. Und nachdem sie festgestellt haben, dass man Mitglieder nicht löschen kann, haben es dann eben oder sind es hergegangen und haben dann mit einer Massenänderung eben alles Mögliche extra rausgenommen. Also Vorname überschrieben mit Edge und Nachname überschrieben, ich bin weg oder lauter so Sachen. Oftmals ist es auch ein bisschen mysteriös oder komisch, was in so Vereinen passieren kann. Eine lustige Geschichte, uns hat mal einen Vorstand angerufen, der hat gesagt, ob man E-Mails wieder abholen oder wieder zurückholen kann. Haben wir gesagt, nein, weil wenn eine E-Mail verschickt ist, dann ist beim Empfänger, die kann man nicht wieder zurückziehen. Ja, er hat gesagt, er hat abends ein bisschen viel getrunken und um 3 Uhr morgens ist er dann zurückgetreten. Das hätte er dann am nächsten Tag um 9 gern wieder rückgängig gemacht. Also sowas kann es auch geben. Ja, diese Mitgliederhistorie, die wird bei jedem einzelnen Mitglied geschrieben. Und zwar wird diese Historie geschrieben, jetzt muss ich nur ganz kurz ändern, Sekunde, dass man die normale Mitgliedermaske wieder sieht. Das ist nämlich hier eine angepasste Maske. So, jetzt haben wir unsere Standardmitgliedermaske wieder. Und in der Standardmitgliedermaske finde ich also ganz rechts hier, finde ich die sogenannte Historie. Und in dieser Historie wird, wie gesagt, alles aufgezeichnet, was mit so einem Mitglied passiert. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel eine Mitgliederänderung vom 26.03. Schauen wir mal rein. Na, das ist die letzte Änderung. Fangen wir hier mal an. Familie Hannes Mustermann wurde vom Benutzer-Admin hinzugefügt. Familienzugehörigkeit Hannes Mustermann wurde vom Benutzer-Admin hinzugefügt. Familie Hannes Mustermann wurde vom Benutzer-Admin geändert. Creation Date, also das Änderungsdatum, hat sich geändert. Natürlich wird auch das aufgezeichnet. Hier am 30.01.
die Sparte Fußball wurde vom Benutzeradmin hinzugefügt. Jetzt, wenn ich hergehe und zum Beispiel hier mal den Nachnamen rauslösche und das speichere, würde natürlich drinstehen, hier, na, Sekunde, da muss hier raus, 378. Dann wird da drinstehen, der Änderungsdaten, der Nachname wurde von Mustermann auf Lea verändert. Das heißt, ich habe also diesen Nachnamen hier rausgelöscht. Diese Einträge hier können auch nicht gelöscht werden. Ich kann jetzt nicht sagen, boah, das wollte ich nicht, ich will diesen Eintrag löschen. Das geht nicht. Das ist, darf auch nicht gelöscht werden, weil das auch ein Grundsatz im Datenschutz ist. Was ich machen kann in dieser Historie, ich könnte jetzt hier frei Einträge hinzufügen. Das heißt, zum Beispiel E-Mail von Mitglied. Oh Gott. Schreiben wir rein, vorherige eine Tipperei, echt Wahnsinn. Also, das heißt, ich kann hier völlig freie Einträge setzen und diese freien Einträge, die werden eben dann ebenfalls auch hier in dieses Mitgliederprotokoll mit übernommen. Ich habe hier noch zusätzliche Felder in diesem E-Mail-Protokoll und zwar kann ich nur nachschauen, welcher Benutzer hat denn eine Änderung ausgeführt und wann genau bis zur Sekunde wurde diese Änderung ausgeführt. Das heißt, gibt es Leute, die behaupten, wir ändern in irgendwelchen Vereinen Daten? Und dann sagen wir, nein, das war der Benutzer meistens du selber. Und zwar meistens ungefähr so vor einem halben Jahr um irgendwie 22 Uhr noch irgendwas. Also das ist ganz wichtig, dass man das eben nachvollziehen kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich kann jetzt in diesem Änderungsbericht suchen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier alle Sachen suchen, die mit Mail zu tun haben. Ich könnte natürlich hier auch suchen, was hat mit Nachnamen zu tun gehabt. Das heißt, es ist ein freies Textfeld, nach dem ich hier suchen kann. Außerdem kann ich hier sagen, Mensch, ich will alle Änderungen, alle Erstellungen, alle freien Einträge, alle Historieneinträge, die haben wir jetzt gar keine, alle Informationen haben wir auch nicht und alle Löschungen. Das heißt, also ich kann hier bei diesen freien Beiträgen, kann ich hier noch ganz viele Zugehörigkeiten eben entsprechend einstellen. Oder hier sehen wir alle Zugehörigkeiten. Habe ich zum Beispiel für ein Mitglied eine Spendenquittung erstellt, sehe ich das ebenfalls da herin. Also diese ganzen Zugehörigkeiten gibt es eben hier in dieser Mitgliederhistorie. Hat er Abzeichen bekommen, wurde das gelöscht. Hat er einen Beitrag erhalten oder gelöscht, geändert oder sonst irgendwas. Dokument, Ehrung, eigene Tabelle, E-Mail, Mitglied, ohne, das ist alles ohne, also alles ohne Bezug. SMS, Sparte, Spendenquittung, Tätigkeitsbericht oder Weiterbildung. All diese Sachen, also ist im Endeffekt alles, was mit einem Mitglied passieren kann, werden in dieser Mitgliederhistorie eben mit aufgenommen. An alle Admins heute, wenn Sie einen Benutzer erschaffen und bei Ihnen im Verein ist es nicht üblich, dass hier freie Historieneinträge erstellt werden, dann machen Sie bitte Folgendes und schalten dem Benutzer die Historie aus, denn oftmals sollen die gar nicht sehen, dass das mit aufgezeichnet wird, die normalen Benutzer, weil sie sich dann überwacht vorkommen, nehmen wir es mal so. Und das geht bei jedem, das geht bei allen Benutzern und zwar immer unter Ansichten, Reiter, Mitgliederdaten, kann man diese Mitgliederdaten einschränken und jetzt kann ich eben sagen, was der Benutzer sehen soll. Stammdaten sieht er automatisch und dann kann ich nur sagen, der sieht Adressen, Beiträge, Ehrungen, E-Mails, Familien, das kommt am Montag dann ganz neu, Gruppen, Kontakte, Kontodaten, Sparten und die Historie lasst man weg. Dann sieht er also nicht, dass diese Einträge hier aufgezeichnet werden und dann kommt er sich auch nicht überwacht vor. Wenn ich dies natürlich hier nicht anhake, werden diese Historienbeiträge natürlich genauso geschrieben, als würde ich es anhaken. Hat also auf dies hier keinerlei Einfluss.
Ja, und jetzt muss man sich vorstellen, dass all diese Historieneinträge in meinem Testverein von diesen 892 Mitgliedern, die werden jetzt gesammelt. Und zwar werden die gesammelt in einer zentralen Mitgliederhistorie. Diesen Punkt der zentralen Mitgliederhistorie hat ausschließlich der Benutzer mit dem Benutzernamen Admin und sonst keiner. Denn man soll mit diesen personenbezogenen Daten, also man sieht natürlich dann auch hier Sachen, wenn irgendwas früher mal war, soll man ein bisschen vorsichtig sein, sollten also nicht alle sehen. Und diesen zentralen Punkt Mitgliederhistorie finden wir unter, also als Admin angemeldet, unter Benutzer Mitglieder Historie. Hier sehen wir jetzt alle Änderungen. In meinem Testverein sind es bis jetzt seit dem 26.01.2020 schon allein 3.995. Jetzt gehen wir mal zurück. Dann sind 17.000 irgendwas, also insgesamt in meinem Testverein. Dann sieht man also, boah, der zeichnet hier alles auf, was jemals mit einem Mitglied passiert ist. Alles. Und das Beste im Endeffekt daran ist, ich kann jetzt auch nachschauen, welcher Benutzer, zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal den Test 1, hat welche Änderungen vorgenommen. Ich sehe an der Stelle also auch, wer macht denn wie viel im Verein. Schauen wir den Admin. Der fleißigste jetzt, ist klar, ist, ich nehme mit Admin an. Das heißt, an dieser Stelle hier, Herr Sperr, sagen Sie mal eben, wie sind Sie da hingekommen? Ich finde das nicht. Sie müssen als Admin angemeldet sein, unbedingt. Ja, bin ich. Und dann Benutzer, Mitglieder, Historie. Okay. Ah, danke. Super. Also Benutzermitgliederhistorie, hier ist diese zentrale Mitgliederhistorie. Ja, und wie gesagt, also ich kann jetzt wieder, ich kann Startdatum, Enddatum und auf die Art und Weise kann ich also ganz genau nachschauen, welcher meiner Benutzer ist denn wie fleißig. Es wird jetzt gerade bei uns übrigens aus statistischen Zwecken mit aufgezeichnet, wie viele Logins wir pro Tag, pro Stunde, pro Minute, pro Jahr und so weiter haben. Das stelle ich Ihnen mal in so einem Webinar vor. Das ist nämlich, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir haben die Gesamtdauer von Benutzern, die in NetXP-Vereinen bis jetzt gearbeitet haben. Ich verspreche es Ihnen, die Zahl, wenn Sie sehen, da fallen es um. Das sind mehrere tausend Jahre. Also die, wenn man das zusammenrechnet, eben hier schon gearbeitet wurde. Das ist völlig irre. Okay. Also wie gesagt, diese Mitgliederhistorie ist perfekt. Jetzt gibt es natürlich den Moment, an dem ich sage, Mensch, verdammt nochmal, ne? Entschuldigung, verdammt und zugehen, da nicht. Das ist egal. Ich will jetzt hier einen bestimmten Namen suchen. Ich weiß, der hat früher irgendwie geheißen oder der heißt jetzt zum Beispiel Mustermai. Dann können Sie also auch hier diesen Namen eingeben und der wird dann eben entsprechend gefunden und auf die Art und Weise können Sie dann eben auch die Änderungen für ein ganz bestimmtes Mitglied eben raussuchen oder Sie haben eben hier die Möglichkeit, das Ganze eben ja irgendwo auch durchsuchen zu können. Das ist auch jetzt in dem Moment ein Punkt, an dem sich die DSGVO komplett widerspricht. Oh, Spartentest soll es heißen. Und zwar, auf der einen Seite sagt die DSGVO, du pass auf, du musst personenbezogene Daten musst du von Zeit zu Zeit oder musst du löschen. Du darfst aber oder du musst aber auch eine Historie über alle deine Daten führen. Und dann kommt jetzt der Moment, wo ich sage, boah, also was mache ich denn jetzt? In diesem Fall hier habe ich mich mit dem Landesamt für Datenschutzaufsicht auseinandergesetzt, in Verbindung gesetzt und habe eben gefragt, wie wir das denn handeln sollen. Und mir wurde dann gesagt, ja, das geht in dem Moment hier, das funktioniert, denn ich kann hier nicht ich kann hier das Ganze nicht auswerten. Ich kann nicht sagen, gib mir alle Mustermänner, die im letzten Jahr beim Verein 3.000 Euro Umsatz gemacht haben. Also das kann ich nicht und aus dem Grund ist es hier auch dann datenschutztechnisch völlig in Ordnung so. Ich kann natürlich auch an der Stelle hier mit
meinen Spalten hier arbeiten. Ich kann natürlich hier auch entsprechend das Ganze umändern und mir meine Ansichten erstellen und speichern. Das kann ich alles machen. Und in dieser zentralen Mitgliederhistorie finde ich, wie gesagt, alles, was jemals im Verein passiert ist. Ja, fertig. Gibt es da noch Fragen zur zentralen Mitgliederhistorie?